ist wieder euer Hobby. Ja, und der Hobby, der versucht jetzt mal, ja, unser Opfer Velociraptor unter sein Level zu bringen. Ihr wisst schon. Der Herbie überlegt nur, wie er es macht. Wollen wir es genauso machen, wie wir das bei dem anderen gemacht haben? Ja, warum eigentlich nicht? Also, dann würde ich mal sagen, hier. Ja, das kann gefährlich werden. Haben wir da jetzt einen aus Versehen drin? Das wäre dann schlecht. Da gucken wir jetzt mal hier Karte. Nö, einer drin ist nicht. Ja, wo ist denn da unser... Hier. Ja. Ihn wollen wir. Sinus. Also müssen wir den jetzt mal betäuben. Den Armen. Ah, der schläft oder so. Guck doch mal, der schläft jetzt auch. So schön unterm... Also das ist ja echt putzig. Aufgabe hinzufügen. Nee, Zora, nee, Richard, Sinus. Füge Aufgabe hinzu. So, und das kann natürlich sehr... Toter Dino, ja. Dann den, wo denn? Bestimmt hier, wo sie uns gerade eh alle sterben. Nee, da nicht. Oh nein. Ein Stoziumimus. Ja, dann wollen wir mal ihn abtransportieren. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Hey! Den können wir freilassen. Und hier brüllt man noch einen Stoziumimus aus. Wo haben wir sie? Nee, das ist ein Gallimimus. Aber ein Gallimimus wäre auch nicht verkehrt. Ja, dann machen wir doch ihn hier jetzt. Da freut sich der Hirten. So. Und dann müssen wir schnell wieder zum Dings. Bevor er uns so schnell wieder rüber. Wo müssen wir lang? Da lang. Hopp. So. Wo sind wir hier? Ja. Schnell. Der fliegt schon. T-Transport. Da müssen wir dann schnell sein. Ja. Boah, das ist doch hier. Der sieht schon anders auch aus. So. Und da. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Schnell, bevor unser Herbie hier den wegschnäckselt. Das ist dann schlecht. Schnell, schnell, schnell. Nein. Sehen Sie, wir machen Dinge, die niemand zuvor versucht hat. Tagtäglich. Jede Aktion hat ein kalkuliertes Risiko. Und wir rechnen damit, dass das Ergebnis selbiges vergessen macht. Aber unser Ziel, na toll, eine starke, stabile, na toll, aktive Dinosaurierpopulation, erfordert diese Risiken. Ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Jetzt müsste der Herbie die nochmal machen. Sie wissen, wie man Probleme löst. Das ist eine wertvolle Eigenschaft. Vor allem hier in der Gegend. Ja, na, da jetzt da, also das ist der Wahnsinn. Hier geht's ja ab wie Schmidts Katze. Also, was? Im Optimalfall ist die Haltung der Tiere eine echte Herausforderung für Körper und Geist. Mhm. Aber diese Sache hier benötigt mehr als das. Darum habe ich an Sie gedacht. Na toll. Der arme Kerl, Mensch. Das hätten wir fast geschafft. Und der war auch noch so teuer. Viele dieser Tiere haben im Normalzustand eine Art Grundaggressivität. In diesem Fall werden wir sie freisetzen, sogar verstärken. Dadurch werden sie begreifen, wer sie wirklich sind und wozu die Dinosaurier werden können. Aha, na toll.
Als erstes müssen wir Forschungen zur Genmodifikation anstellen. Wir suchen nach Genen, die einen Einfluss auf einzelne Merkmale der Dinosaurier haben. Aggression, Angriffslust und so weiter. Und Dr. Duhr muss davon nichts erfahren. Ich hoffe, dass ich mich nicht wiederholen muss. Verstanden. Na tolle Wurst. So, also da wollen wir jetzt einen rauslassen. Ich habe gehört, dass die Forschung abgeschlossen ist und wir mit den Genmodifikationen beginnen können. Modifikation für hyperaggressives Verhalten, um genau zu sein. Hey, langsam, wir machen was mit diesen Dinosauriern? Ich hoffe, sie wissen, was sie da tun. Weil ich weiß es. Und ich habe es überlebt. Etwas, was sie noch nicht behaupten können. Starke Heilung, doch. Das ist es. So. Ja, dann lass man mal raus. Hm? Ja, das, naja. Vielleicht geht das hier ja leichter. Oder auch nicht. Hätte das Herbie den einen nicht weggeschnickselt, hätte man es irgendwie auch geschafft. Also wirklich traurig. Ja, da, bis der fertig ist, können wir gleich nochmal weiter gucken hier. Also, das nächste Mal betäuben wir auch ein Herbie, aber dann sind die anderen wahrscheinlich auch tot. Wir müssen warten, bis er schläft. Ja, da war er halt hungrig, da hat er sich gefreut. Tolle Wurst. Aber hey, an der Stelle können wir doch... Haben wir nicht einen T-Rex hier rausgelassen? Wir wollen uns einen T-Rex noch anzüchteln. Ja, das machen wir jetzt. Tja, Herbie, dann musst du gucken, wo du bleibst. Also, sowas Verrücktes. Hat er einfach, also wirklich wahr. Ja, den müssen wir irgendwie dahinter kriegen. Huch. Hallo, ein neuer Auftrag ist hier. Ja, das probieren wir. Das kriegt man hin. So, im Moment, da will der Herbie erstmal hier wieder das wegmachen. So. Ja, das war eine gescheiterte Mission, ne? Aber schwupp, haben wir schon wieder die nächste an Dange. So, was sagt man? Ja, das kann auch spannend werden. Oder auch nicht. Gefährlich, das Spiel mit den... Ach Mensch, kurz vor der 50. Also das ist ja wieder mal typisch. Ne, kein T-Rex hier ausbrüten. Moment, der kleine Josse. Und los. Wie sind denn die eigentlich so drauf gerade? Finden die das toll, sozial? Ey, da können die ja locker noch zwei oder so gebrauchen. Machen wir doch gleich, gehen wir auf Nummer sicher. Ne? Also erst mal. Ja. So. Da, seht ihr, der ist nicht geworden. Und wir versuchen es gleich nochmal. Da. Irgendeiner flutscht durch. Aber vielleicht können wir ja hier Ausbrütungstempo 3.0. Na, das. Erfolgsrate 2.0, ja. Huch. Der ist auch nicht geworden. Also jetzt ist aber lächerlich, ja? So. Du, mit dir habe ich eine Rechnung noch offen. Wart nur. Der ist auch nicht geworden. Na Mensch, jetzt klappt es nicht mehr so sehr. Was ist denn das für einer?
Ja, da kommt noch einiges auf uns zu. So. Ja, dann hier gleich noch den nächsten. Irgendeiner schafft's dann mal. Ausbrütungstempo, ja, da müssen wir mal ein bisschen Gas geben jetzt hier. Ach so, na, eigentlich haben wir hier bestimmt wieder keine Expedition gemacht. Also da muss der Hörobi hier mal ein bisschen Gas geben mittlerweile. Was haben wir hier? Ach ja. So, dann hier los. Extrahieren und extrahieren. Ne? Irgendwann wird das schon mal. So, haben wir jetzt? Wenn er über 50% ist, dann haben wir es geschafft. Wenn nicht, dann nicht. Aber wir drücken die Daumen, Leute. 48, 49, 50. Yay! Okay. Toter Dinosaurier. Ja, ja, ja. Wer haben wir denn jetzt? Tot. Noch eine Struthiumimus. Ja, das ist an Altersschwäche gestorben, der arme Kerl. Dann hauen wir jetzt hier den abtransportieren. Und dann lassen wir gleich noch ein paar Gallimimus raus. So, und gleich noch. Weil die wollen bestimmt wieder in Gesellschaft sein. Galli haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Gallimimus. Dr. Grant war von ihrer letzten Kreation begeistert. Er war der Meinung, dass dieser Dino einer jetzt? Der nächsten genetischen Verwandten ja, der heutigen so. Vögel war. Aha. Oh, kann ja sein. So, wie ist er denn drauf? Oh ja, der ist eigentlich ganz cool drauf. Ja, guckt mal, der hat. Ja, der hat einen guten, der kann. Ja. Kontrolle. Ei. Nehmer, Nehmer, Nehmer und Nehmer. Na, wir sammeln die anderen. Sind die schon wieder da? Die sind aber echt schnell, ne? Ja, dann nehmen wir hier gleich mit und hier. So. Ja, in irgendeinem Entwicklungslabor ist er wieder nicht geschlüpft. Das kann wieder nur bei uns hier sein. Ach nee. Dann war es woanders. Der Galli ist nicht geschlüpft. Ja, dann lassen wir noch den Kerl hier frei. Ne? Ja. Willkommen und dich nenne ich mal der Arno. So, ja, da unterhalten sie sich wieder lautstark. Da versteht der Hörbi immer nichts. So, also Moment, jetzt kommen wir mal hier zum... Na, nicht vorbeisausen. Jetzt zu unserem Höhepunkt. Ja, ne, das kann jetzt gefährlich werden. Also das sieht jetzt so richtig gut aus mit der grünen Farbe. Also das findet der Hörbi so cool. Okay, wir müssen diese neuen aggressiven Dinosaurier beobachten, überwachen und bewerten. Wenn ich ehrlich sein soll, mir gefällt die Sache nicht. Das muss sie nicht, Lambert. Was? Umso mehr. Okay, gut, okay. Sorgen Sie nur dafür, dass meine okay. Job dann, Leute, dann, ja. Das ist mein Job, Doktor. Haben wir es doch schon, ja. Erledigen Sie ihn. Alle Schutzräume öffnen. Hat der Hörbi hier oben eigentlich einen Schutzraum gebaut? Natürlich nicht, ja? Ja, das hat sich der Hörbi gedacht. Moment, er...
Ranger. Gleich mal hierher. Wo haut er denn dagegen? Ja, das hat sich der Herbie gedacht. So, Moment. Betriebsgebäude. Ach nee, Gäste. Bunker. Ja, dann hier gleich ein mit hergebauten. So. Schnell. Wir wollen ihn noch öffnen. Da können wir auch gleich noch einbauen. Das will hier nicht. Aber da hinten vielleicht, so. Hier. Ja, warum nicht? Und dann haben wir keinen Strom mehr. Antworten. Reparaturtrupp unterwegs. Wo ist der arme Kerl jetzt hin? Zahnweh rennt hier rum. Na, den lassen wir jetzt auch noch frei. Ja, die mögen sich ja. Ja. So, und ich nenne Frodo. Ja, das hört der Herbie schon wieder. So, Moment. Aufgabe hinzufügen. Irgendwo. Alle Schutzräume öffnen sich. Er lauft da ruhig rein. Der Herbie muss noch 2 Minuten durchhalten. Nur, mein Freund, du kannst eigentlich hier warten. Gute Entscheidung, diesen Auftrag anzunehmen. Das haben sie bewiesen. Danke. Ja, hier rennen sie alle. Ja, da muss der Herbie Schutzräume bauen. Da kann man ruhig noch einbauen, oder? Karte, Verwaltungsansicht, Strom. Was haben wir denn da? 0 benötigt gesamter verfügbarer Strom. Da können wir noch eine bauen. Nee, Gäste. Da setzt man nämlich noch eine hier hin. Ja. Wunderbar. So, ja, jetzt, da haben wir jetzt einen Salat. So. Und schnell reparieren. Kümmere mich um Reparatur. So. Noch 1 Minute durchhalten. Und der Herbie hat alle Personen in Sicherheit gebracht. Eigentlich kann man mal sehen, jetzt das läuft. Ja? Ja. Noch ein anderes R. Kann man gleich hier auffüllen, ordentlich. So. Was haben wir hier? Ja, reparier das mal. Ne? Wo ist er denn gerade? Ne, das ist Frodo. Wo ist der andere? Das Zahnweh. Wo ist er denn? In Panik. Ja, da wäre ich auch in Panik, wenn da so einer her... Leute, ich glaube, das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Da waren wir immer gut drauf. Da läuft er wieder rum hier. Sicherheitsziel. Ja. Und jetzt wird er wieder glücklich. Mensch, ein Geld. Hey! Müssen wir den erforschen oder haben wir den schon? Als ich angefangen habe, ahnte ich schon, dass unsere Machenschaften moralisch nicht immer einwandfrei sein würden. Ja, seht ihr? Da ist er wieder glücklich. Wir haben mit Tieren zu tun, die nicht existieren sollten. An solchen Tagen wie heute war das Projekt zwar erfolgreich, aber es fühlt sich trotzdem wie eine Niederlage an.
Ich habe gehört, dass ja. Sie, Lambert und Wu etwas aushecken. Ich muss doch mal so einen armen Diplo quälen. Und unverantwortlich. Ich wusste, dass ich die zwei überwachen muss. Anscheinend gilt für sie dasselbe. Na, das hat der Herbie ja auch nicht gern gemacht. Sind wir doch mal ehrlich. So. Und jetzt, lass mal sie alle wieder raus, die Leute. So, jetzt können da erstmal wieder raus. Ja, Mensch, nur wenn das nix war, ja. So. Ja, da tollen sie wieder rum, ne? Ja. Unsere Freunde, schaut mal. Wunderbar. Da geht mal ruhig, ja? Na dann. Das war doch jetzt schon mal eigentlich recht gut gelungen, ja? Und dann wollen wir beim nächsten Mal die andere Mission noch machen, die wir hier kläglich versagt haben. Ja, wo haben wir denn da jetzt? Hey, dann los! Ich glaube nicht, dass Sie diesen Auftrag jedem anbieten würden. Okay. Also sehen Sie ihn sich wenigstens an. Irgendwann. So. Also. Das war jetzt ganz schön viel Aufregung. Verkaufen. Ja. Und. So. Also. Jetzt kommen sie langsam wieder alle raus aus ihren Schutzbunkern, die der Herbie jetzt noch panisch gesetzt hat. Ne? Ja, schaut ruhig. Da sind sie. So, also, da sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn der Herbie wieder Jurassic World spielt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Euer Herbie.